Barfuß und mit Schirm. Ja, also, heute ist wieder Rohkost-Potluck-Tag und diesmal ist es so, dass ich gesagt habe, wir machen dieses Jahr das Rohkost-Potluck komplett durch. So lange, bis ich der Einzige bin, der dann dahin geht. Und solange immer noch ein paar andere Personen kommen, werde ich das Rohkost-Potluck durchziehen. Bei Schnee, bei Eis und wie heute bei Regen. Denn ich finde, mit der Philosophie des Rohkost und der Rohkosternährung, der gesundheitlichen Ernährung, zählt auch eine gewisse Form der Abhärtung dazu. Ich kann, und das sage ich ganz ehrlich, und ich weiß damit, dass ich einige meiner Freunde, die das allerdings auch wissen, vielleicht ein bisschen von Latz knalle, aber ich finde es ein bisschen, aber ich kann es nicht wirklich ernst nehmen, wenn man sagt, ja, ich bin Rohköstler, aber sich nur von Südfrüchten ernährt und immer nur in der Sonne sein will. Ja, dann soll man dann tatsächlich in die Tropen ziehen oder sonst was. Wenn ich aber hier in Deutschland Rohköstler bin, dann gehört der Winter dazu und dann gehört der Regen dazu. Und deshalb gibt es das Rohkost-Potluck das ganze Jahr durch. Und ich finde das gut und ich finde das auch ein Statement. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, auch für die Leute, die man inspirieren will. Und zumindest für mich persönlich ist es auch sehr wichtig, die Menschen zu inspirieren. Und ja, ich werde jetzt hier weiter laufen. Und es gibt nichts Schöneres als hier, wenn es so regnet und wenn man die Schuhe dann halb durchnässt hat, dann einfach hier durch die Pfützen. Denkt ihr, wie schön das ist? Ja, naja, das sieht sehr trist aus, aber das Rohkost-Potluck und die Menschen, die kommen werden, zu denen sie denn kommen werden, die wärmen mein Herz. Ah, ich find's schön. So, jetzt kommen wir zu dem Parkplatz. Und da bin ich mal sehr gespannt. Normalerweise stehen da um die Zeit, also wenn es nur ums Rohkost-Potluck geht, stehen da so 4-5 Autos und insgesamt stehen dann am Ende so 15 bis 20 Autos da. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Autos heute hier da stehen. Denn der Regen regelt sich so ein. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt für die nächsten 5 Stunden 100%. Das bedeutet, es bleibt so. So, ich schalte mal um, auf nach vorne und dann gehen wir gemeinsam zum Parkplatz. Man sieht jetzt sogar mein Schirm hier. So. Das sieht nicht so voll aus. Das ist übrigens der Weg. Wenn ihr von der S-Bahn kommt und mal zum Potluck wollt, dann könnt ihr genau hier lang gehen. Oh, da fährt ein Auto rein, da hinten. Da fährt ein Auto rein im Park. Ja, yeah, wir sind nicht alleine. Ja, das ist ja gut. Aber ansonsten, oh nee, das Auto fährt weiter, das gehört zum Gaststätte. Ah, okay. Ja, und da kommt dann linke Hand hier drüben jetzt ein Fußballplatz und rechts ist hier der Parkplatz, wo ihr dann parken könnt, wo die ganzen Rohkostverrückten dann sind. Ah, da hinten ist ein Auto. Na, immerhin. Ein Auto. Okay. Na, da werden es nicht so viele sein. Aber wir sind auf jeden Fall nicht allein und das ist schön. Also von den Autos war leider keiner vom Potluck. Aber dafür gibt es hier viele schöne große Pfützen. Und das ist der Weg hier rein. Von rechts geht es dann zum Potluck. So, und jetzt das große Überraschung. Wie viele Leute sind schon beim Rohkost-Potluck da? Es ist jetzt Punkt 11 Uhr, das ist ein offizieller Beginn. Und es ist keine Sau da. Ist das sehr gut? Naja. Ja, es ist tatsächlich keiner zugegen. Und ich werde jetzt das Schild aufstellen, wo es dann ist. Und werde dann meine selbstgemachten Rohkost-Sneakers essen. Und zusammen mit Sissi. Wir beide sind nämlich jetzt hier sozusagen alleine da. Aber vielleicht kommt ja der ein oder andere. Ist ja erst um 11. Ist ja erst der offizielle Starttermin. Ja, so sieht das denn aus, wenn Rohkost-Potluck ist und keiner ist da. Yeah. Schöne Location. Niemand. So, und jetzt ist die zweite Möglichkeit. Also, ich habe ja schon im Internet bei Facebook die Location für den Regen annonciert. Und vielleicht haben die Leute ja direkt gesagt, ja, da denke ich mit. Und ja, sind schon zur Regenlocation gegangen. Gucken wir mal. Nein, ist auch keiner. Yeah. Aha, okay.
aber vielleicht hinter den Büschen irgendwo. Also das ist die Regel-Location für alle Leute, die das nächste Mal zum Potluck kommen wollen. Doch, da hinten ist einer, da hinten, da geht gerade. Nee, hallo, da ist einer, da hinten, ich sehe ihn. Yeah, das ist einer, ein Potlucker da hinten, sehr geil. So, das Feuer ist entfacht, Feuerholz liegt bereit und ja, wir sind mittlerweile 4, 5, 6 Leute. Boah, ich bin so happy. Es ist einfach nur so geil. Wir haben jetzt ein Feuer angefangen zu machen. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum alten Rohkost-Potluck-Platz, ob da vielleicht noch jemand ist. Wir haben Feuer gemacht, wir haben Instrumente dabei. Wir sind jetzt insgesamt 9 Leute und ja, wir haben alle unser Zeug. Wir sind ganz eng im Feuer. Es ist total trocken, großflächig unter der Straße, weil das halt so eine Bundesstraße und drunter sitzen wir, haben einen schönen Feuerplatz und es ist urgemütlich und die Leute sind natürlich total geil, dass wir jetzt hier Potluck machen und das ist so. Und ich kann euch schon sagen, der nächste Potluck wird am 23. September sein, Dezember sein. Sozusagen am 23. Dezember, damit wirklich alles ausgeschaltet wird, was der konditionierte Geist irgendwas, den konditionierten Geist irgendwie davon abhalten könnte, ja, nicht zum Potluck zu kommen. Es ist mitten im Winter wahrscheinlich oder zumindest sehr kalt dann. Der Schnee ist ab nächster Woche kommt der Schnee. Es ist sehr kalt. Es wird draußen sein bei der Kälte. Es wird wahrscheinlich dann auch unter der Brücke sein, nicht in der schönen Natur, sondern es wird unter der Brücke sein. Es wird der Feiertag, der 24. Dezember, Weihnachten, ist da, also zumindest am nächsten Tag. Und ja, es ist eigentlich, alles spricht dagegen. Und genau das ist der Punkt, ein Potluck zu machen. Das ist der Punkt, in die Natur zu gehen, sich gemeinschaftlich zu vereinen und nicht in der Bude zu hocken und sich die Heizung hochzudrehen und ja, irgendwelche Scheiß reinzuziehen, sondern es geht raus in die Natur, und ja, einfach gemeinsam. Und ich glaube, da kommt noch jemand! So, und jetzt füllt sich doch mal. Wir sind jetzt mittlerweile 10 Leute und ja, die Location hier, ne? Wir sind total im Trocknen und hier ist auch trockenes Feuerholz, trockenes Dings, alles da. Da hinten kommt vielleicht noch jemand. Ja, da kommt noch jemand. Joachim! Yeah! Da kommt noch jemand! Der Joachim! Nur die Harten kommen zum Rohkost. Und das ist jetzt unser Buffet. Klein, aber fein. Das hier sind Rohkost-Snickers. Das Rezept gibt es bei mir auf dem Kanal. Richtig geil. Schmeckt wie echte Snickers, ist Rohkost. Genial. Was haben wir hier? Das sind Buchweizen-Bananenkekse. Buchweizen-Bananenkekse. Sehr, sehr geil. Energie können wir heute gut brauchen. Bananen, Gurken und ein frisch gepresster Saft. Ja, Kurkuma-Limonade. Kurkuma-Limonade. Was haben wir hier? Rohkost-Cracker. Chiasamen, Sesam. Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne, alles aktiviert und getrocknet. Energie. Ein Gurkensalat? Das ist ein Gurken-Zucchini-Salat mit etwas Avocado, Zitronensaft und ein bisschen Fenchel und Dill. Yeah. Jetzt haben wir hier einen Dip oder was ist das? Das ist Guacamole. Guacamole? Zwiebeln, Tomaten, Ton. Okay. Und dort haben wir Oliven und Datteln. Das ist ein Obstsalat? Das ist Kürbis und Apfel. Kürbis oder Apfel? Sehr geil. Was haben wir hier? Ja, das ist Hirse, Hafer, Laden in verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten. Also mit Trockendürrgerät und ja, Sparflamme, sag ich mal. Ja, okay. Dann, ja, da kann man dann Rohkost. Ja, und Aufstrich gibt es dazu auch. Einmal mit Basilikum, etwas. Also süß-sauer sozusagen, okay. Und einen süßen mit, die Grundlage ist da vor allem den Leinsaat. Ja. Ja, verschiedene andere Sachen, Quellungsmittel noch dran. Mhm. Und Rohkostsalat mit 4 roter Beete vor allem. Oh.
Und das ist einfach Reste von der Saftmaschine sozusagen, Gemüse. Okay. Na, wenn dann Hunger ist, sind wir vielleicht genau. Dankbar darüber. Gut, okay. Dann Rohkostpottlack, das kleinste Rohkostpottlack ever. Sehr gut. Es werden irgendwie immer mehr, kurioserweise. Erst waren wir nur 10 und jetzt sind wir immerhin 14, würde ich sagen. Brothers and sisters, spread your wings and fly higher. We are rising up like a phoenix from the fire. Brothers and sisters, spread your wings and fly higher. We are rising up. We are rising up. We are rising up. Krishna, Krishna, Hare Hare. The fire is burning, destroying and healing. The fire is burning for us to be free. Violet flame burn over me, a child I will always be. Es ist Zeit zu gehen, es ist Nacht. Wir haben bis um 10 hier ausgehalten, in dieser Kühle hier mit diesem Feuer. Und jetzt gehen wir nach Hause und jetzt wird, ja, mal schauen, was geht. Wir sind irgendwie zu 8 und gehen nach Hause und dann lassen wir den Abend noch schön ausklingen. Und das war das Rohkostpottlack-Video.